So, hallo und herzlich willkommen alle zusammen. Mein Name ist Shalia Stevens und ich bin der virtuelle Coach von shaliastevens.com. Und in dem heutigen Talk mit dem Namen Meet the Experts werden wir ein ganz spannendes Gespräch führen. Es geht um einen Website-Check und zwar mit der Marketing-Expertin und Website-Coach Jutta Beyer. Die ist Expertin in meinem Team von Experten und auch mit der Brigitte Nolte. Die ist Coach für Frauen in Veränderungsphasen, vor allem in beruflichen Veränderungsphasen. Und es geht spezifisch in diesem Website-Check um eine besondere Seite, nämlich um die Über-mich-Seite. Und das ist bekanntlich eine Seite, die viele Menschen quälen. Vor allem herzgetriebene Solopreneure, die sich vorstellen müssen, ihre Aufmerksamkeit ist überwiegend auf ihren Klienten, ihren Kunden. Manchmal ist es unangenehm oder am allerschwierigsten, manchmal sich selber vorzustellen, aus diversen Gründen. Und das werden wir heute angehen und schauen, dass Brigittas Über-mich-Seite richtig gut wird. Ich möchte ganz gerne kurz, dass die Jutta sich vorstellt und dann die Brigitte und dann steigen wir direkt ein in diesem Website-Check. Jutta, bitteschön. Ja, hallo, ich bin Jutta Beyer. Ich bin, wie Shalia gesagt hat, Marketingberaterin und Website-Coach. Ich arbeite mit Solopreneuren, die online-affin sind oder es werden möchten, bei denen die Website also eine wichtige Rolle im Business spielt oder spielen soll. Ich helfe ihnen dabei, eine passende Marketingstrategie zu entwickeln, eben mit Schwerpunkt Kundengewinnung über die Website. Ja, und da ist unter anderem eben auch ein Thema, die Über-mich-Seite dahingehend anzupassen, dass sie wirklich authentisch die Botschaft rüberbringt, die derjenige rüberbringen will und ganz gezielt die Wunschkunden anspricht. Ja. Wo Genau. sitzt du, Jutta? Weil ich finde es immer interessant für diejenigen, die zuschauen. Bei mir kann man den wunderschönen Taunus sehen in der Nähe von Frankfurt. Ich bin in Eppstein. Du bist in Bayern. Vielleicht magst du näher. Genau, die Brigitte hat es im Vorgespräch gleich schon erraten. Man hört es ja ein bisschen, ne? Also ich sitze im Allgäu, in Leutkirch im Allgäu. Das ist grob gesagt zwischen Ulm und Lindau, also Nähe Bodensee. Sehr schön. Ja. Und nur bevor wir zu Brigitte kommen, wenn ich sage, Jutta ist bei uns im Team, was ich damit meine, sie hat ihr eigenes Business, ihre eigene Expertise, ihre eigenen Kunden. Sie hat sich allerdings dazu bereit erklärt, auch ab und zu, wenn meine Kunden an Bord sind, in längerfristigen Coaching zwischen 6 Monaten in einem Jahr, dass sie mit diesem spezifischen Thema Websites Analyse und Beratung einsteigt, weil ich kann ja nicht alle Bereiche gleichermaßen abdecken und deswegen haben wir einige sehr kompetente Experten ins Boot geholt, die mit meinen Kunden sprechen und sie genießen natürlich diese Beratungsgespräche sehr und ich glaube, ihr werdet sehen, warum gleich. Und jetzt kommen wir zu der Brigitta. Brigitta, magst du dich vorstellen? Ja, ich heiße Brigitte Nolting und ich begleite Frauen in Veränderungsprozessen, speziell beruflichen Veränderungsprozessen, weil es ja häufig so ist, dass ja Frauen mit ihrem Beruf nicht zufrieden sind und was ändern möchten und manchmal auch was ändern müssen, ja, weil auch viele Firmen reduzieren und das gibt dann manchmal eben auch noch so einen kleinen Kick, wenn ich jetzt was anderes machen muss, dann suche ich mir irgendwas, was ich wirklich gerne machen möchte. Dann orientiere ich mich ganz neu. Und in diesen Prozessen begleite ich Frauen. Ich habe selber auch schon ganz viele verschiedene Berufe erfolgreich ausgeübt und ich kann das. Ich weiß, wie das geht. Ich kann das. Das ist schon mal sehr gut. Und Brigitta, ich habe bei dir heute früh bei der Über-mich-Seite ja nur überflogen und ich habe gesehen, dass du das auch schon ganz schön lange machst. Du coachst ganz schön lange. Wie lange machst du das denn? Ja, seit ungefähr 40 Jahren. Wahnsinn. Also ich kam eigentlich zum Coaching, wie ich immer sage, wie die Jungfrau zum Kind. Ich hatte das nie auf dem Plan, aber mich haben immer Menschen gefragt, erklär mir das doch mal, zeig mal, wie hast du das gemacht? Und dann ja, habe ich angefangen, eben auch Ausbildung zu machen, weil ich das selber auch unbefriedigend fand, das immer so aus dem Bauch heraus zu tun. Ich wollte dann auch einfach Handwerkzeug ja, in der Hand haben.
Und ja, das mache ich seit 40 Jahren. 40 Jahre. Respekt, Hut ab. Ich werde in diesem Monat 43. Also du machst das quasi mein ganzes Leben. Das ist ja unglaublich. Das ist ein Riesenrespekt. Ja, ich habe das allerdings auch immer parallel zu anderen Tätigkeiten gemacht. Das war mir auch immer ganz wichtig, weil ich mich wirklich auf meine Lieblingskunden fokussieren wollte und nicht coachen müssen, um die Kasse zu füllen, sondern wirklich nur dann, wenn ich wirklich das Gefühl habe, da kann ich helfen, da kann ich unterstützen. Und ja, das war mir auch ganz wichtig. Und so bin ich dann eben auch zu den vielen verschiedenen Berufen gekommen. Ja, wunderschön, wunderschön. Ich gratuliere dir dazu und lass uns jetzt einsteigen in deine Über-mich-Seite. Was ist, ich will gar nicht sagen das Problem, aber ich nenne das einfach das Problem, oder was ist das Problem, die Herausforderung bei deiner Über-mich-Seite? Womit könntest du Unterstützung von Jutta gebrauchen? Ja, ich habe einfach wirklich Schwierigkeiten mit der Selbstdarstellung. Immer wenn ich dann einen Satz geschrieben habe, denke ich, mein Gott, interessiert das irgendjemanden? Beispielsweise auch das Alter, da habe ich mich jetzt aber entschlossen, das drin zu lassen, weil das auch wirklich für meine Berufs- und Lebenserfahrung steht. Ja. Dann war ich, also einer meiner ausgeübten Berufe war Rechtsanwältin. Da habe ich übrigens auch ganz viel so im Coaching-Bereich gelernt, ja, weil man da wirklich immer mit Menschen in ganz besonderen Situationen zu tun hat. Und dann, ja, fragen, ist das interessant für die Menschen, dass ich eben auch Assessorin Jur bin? Also das ist so dieser akademische Titel. Schreckt das vielleicht manche auch ab? Das ist so eine Frage, interessiert das die Menschen, welche Ausbildung ich gemacht habe? Das sind so viele, das möchte ich eigentlich da gar nicht alles auflisten. Deswegen schreibe ich ja das Buch. Das ist dann so die erweiterte Über-mich-Seite gewissermaßen. Ja, das ist so die Herausforderung. Was interessiert die Menschen? Ja, was wollen die über mich wissen? Okay. Also Jutta, ich werde gleich in deine vertrauensvolle Hände übergeben. Aber bevor ich das tue, sage ich einfach ganz frech, ich denke, dass es sehr vielen anderen so geht, dass sie auch nicht wissen, was wollen die anderen über mich überhaupt lesen? Ja. Und was soll ich alles draufpacken? Also, ein super schönes Beispiel. Jutta, bitteschön. Genau, also gerade das mit der Arbeit oder mit der Berufserfahrung, das kommt wirklich sehr oft. Und ich finde immer vor allem zwei Aspekte ganz wichtig. Erstmal, welche Ausbildung dir selber denn total am Herzen liegt oder welcher Titel dir wichtig ist oder aus welcher Ausbildung du denn wirklich das meiste mitgenommen hast. Na, und dann der zweite Aspekt ist natürlich bezogen auf deine Wunschkunden, wenn du sagst, genau, was interessiert die eigentlich? Die Wunschkunden interessiert, wie du ihnen am meisten Nutzen stiften kannst und woher deine Erfahrung kommt. Ja. Also da bei diesem zweiten Aspekt schauen, was spiegelt sich denn jetzt auch in meinem momentanen Beruf noch wieder oder aus welcher Ausbildung habe ich denn am meisten jetzt mitgenommen in das, was ich jetzt tue? Und wenn du gerade das Beispiel mit Rechtsanwältin gesagt hast, weil du hast ja geschrieben oder gesagt, du hast ganz viele unterschiedliche Berufe ausgeübt, aber wenn es gerade dieser Rechtsanwaltberuf, wie du hast es eigentlich selber gerade gesagt, der hat dir sehr geholfen, weil du eben da schon mit Menschen zu tun hattest in herausfordernden Situationen oder weil sie gerade selber eben in Umbruchssituationen waren. Und dann hast du da ja ganz viel Erfahrung auch mitgenommen. Und deshalb finde ich das schon, würde ich sagen, dass es sowohl für dich als auch für deine Wunschkunden interessant ist zu lesen. Also man muss sich ja dann am Schluss immer selber fragen, fühlt sich das dann stimmig an? Fühle ich mich wohl damit, wenn das da so steht? Das ist das Ausschlusskriterium. Aber wenn diese zwei anderen Aspekte, wenn man da ein Häkchen dran machen kann, dann würde ich sagen, ja, auf damit. Gut. Ja, doch, also jetzt, wenn wir das nochmal so durchgehen, macht das für mich auch wirklich Sinn, weil in meiner Zeit als Rechtsanwältin habe ich immer mit Menschen zu tun gehabt, die eben in besonderen, in schwierigen Situationen auch waren. Niemand geht ohne Not zum Rechtsanwalt.
Und auch ja, die Scheidungsfälle und diese ganzen Dinge, das waren ja immer Menschen in besonderen Notsituationen, denen ich da weitergeholfen habe. Und das war dann auch ein Grund, dass ich ja nicht mehr Rechtsanwältin sein wollte, weil ich gesehen habe, viele Menschen, die zu mir kommen, die brauchen keinen Rechtsanwalt, die brauchen einen Coach oder Therapeuten. Das ja, war einfach der Schwerpunkt meiner Arbeit dann oft, eben mit den Menschen zu sprechen. Wow, und siehst du, das hast du gerade wunderbar gesagt. Das war für mich ein Grund, warum ich mich dazu entschlossen habe, Coach zu werden. Und dieser Satz ist prädestiniert dafür, dass er auf die Über-mich-Seite kommt, weil das sind genau solche Sätze, sagen wirklich über dich was aus, warum du das machst, und da fühlen sich dann die Wunschkunden auch angesprochen. Mhm. Und genau, also das ist so wirklich das Kernthema. Oft ist es auf der Über-mich-Seite so, dass man viel zu sehr an der Oberfläche bleibt, das erlebe ich ganz oft, und genau gerade solche Sachen gehören da einfach dazu. Und ich hoffe, du kannst den Satz dann irgendwie mitschreiben oder hörst du später nochmal an. Genau. Ja, aber das sind so Sachen, wo sich ganz oft im Coaching eben ergeben, wo sich im Gespräch entwickeln. Und ja, vielleicht darf ich mich da gerade noch anschließen mit einer Frage. Ich habe Brigitte im Vorgespräch schon drei Fragen gestellt, dass ich mich so ein bisschen vorbereiten konnte, also wer ihre Zielgruppe ist, was sie so beruflich macht. Und unter anderem habe ich sie eben auch gefragt, ja, wie die Über-mich-Seite aussehen soll, was sie sich davon wünscht, was die Wunschkunden denken sollen, ne? Also vielleicht magst du das auch nochmal beantworten? Was wünschst du dir von deiner Über-mich-Seite im Superzustand, wie sie sein soll? Dass ja Frauen auf diese Seite kommen und sich angesprochen fühlen, dass sie eben mit mir arbeiten möchten. So, ja, dass die Seite Vertrauen aufbaut, dass die Menschen an der Seite erkennen, dass ich weiß, was ich tue und dass sie bei mir gut aufgehoben sind. Genau, und jetzt muss ich gerade kurz in meine Unterlagen spickeln. Ja, ich habe es mir nämlich extra rausgeschrieben, weil ich das auch schon so schön formuliert fand. In die richtige Richtung zu gehen und nicht vom Weg abzukommen, dass sie dich da dafür wahrnehmen auch. Und ja, das finde ich auch einen wichtigen Aspekt. Und ich habe mir deine Über-mich-Seite ja auch angesehen. Mhm. Und da sind mir so ein paar Dinge aufgefallen, und auch was du noch in einem anderen, bei der anderen Frage geschrieben hast. Ich weiß nicht, darf ich das? Ja, das ist alles kein Geheimnis. Genau, ja, ich möchte mich nur versichern. Ja. Genau, da hast du nämlich auch so einen wunderschönen Satz geschrieben. Wenn ich auf ein Ziel fokussiert war, hat sich alles gut gefügt. Ja. Ja, und das finde ich auch ganz wichtig, sowas zu schreiben, denn gerade Coach für Menschen in Veränderungsprozessen, das kann so viel sein, ne? Ja. Ganz viel. Und mein Thema ist ja wirklich eben die Wunschkundenansprache, und dass sich wirklich deine Wunschkunden angesprochen fühlen, da ist es eben oft wichtig, dass man die gezielt anspricht und auch mit ihren Schwierigkeiten, die sie haben, oder halt wirklich das, was sie erreichen wollen, also das Ergebnis, das sie bei dir erzielen. Und das ist das, wo ich momentan denke, da könntest du noch ein bisschen konkreter werden. Weil so wie ich dich jetzt, oder was ich eben da so im Vorgespräch und auch in den Nachrichten so zwischen den Zeilen gelesen habe, geht es bei dir nicht nur darum, in Veränderungsprozessen mit irgendwas klarzukommen. Also wenn jetzt, keine Ahnung, schlimme Scheidung, das Ganze irgendwie zu akzeptieren und wieder ein glückliches Leben zu führen, sondern wirklich sich ein bestimmtes Ziel zu setzen und auf dieses Ziel hinzuarbeiten, und dass du da deinen Kunden hilfst, dran zu bleiben. Bin ich da auf dem richtigen Weg? Also ist das so? Habe ich das richtig total zusammengefasst? Oder? Ja, denn das ist auch etwas, was ich selber immer erfahren habe, wenn ich was anderes gemacht habe oder machen wollte, dass so der Gegenwind von der Umgebung ganz stark war. Das ist ein total interessantes und weit verbreitetes Phänomen,
dass die Umwelt nicht möchte, dass man sich verändert, dass man was Neues macht. Also das finde ich oft ganz schwierig und das ist heute noch so, wo ich dann manchmal auch sage, liebe Leute, ich bin fast 70 Jahre, ich weiß, was ich tue, wenn ich jetzt dies und das mache und trotzdem dann immer, bist du sicher und wer weiß und das könnte schief gehen und natürlich kann das schief gehen, aber es kann auch gut gehen und mein Glas ist immer halb voll, das ist nie halb leer, das ist ganz wichtig. Ja, und das finde ich einfach toll und das unterscheidet dich ja auch von so vielen anderen und das ist dein Fokus. Und deshalb finde ich auch unbedingt, dass das auf der Über-mich-Seite stehen darf, sowas. Und also wäre schön, wenn das da ein bisschen klarer rauskommt. Was ja auch immer eine Möglichkeit ist bei der Über-mich-Seite, man kann auch, wenn man gar nicht so viel schreiben möchte, man kann auch auf andere Sachen verlinken zum Teil, die ein bisschen weiterführende Infos geben. Da bin ich, als ich auf deinem Profil kurz war, fürs Vorgespräch, da habe ich gesehen, du hast da gerade ein Interview gepostet zum Beispiel, wo du auch so ein bisschen über dich erzählt hast. Na, da wäre es auch die Möglichkeit oder bei manchen dann, um es mal allgemeiner zu sagen, wenn schon eben andere ja, Presseartikel oder wichtige Dinge, relevante Dinge, dass man da auch, weil das ist einerseits auch, geht es hier um auch um Vertrauensaufbau, dass man sieht, ja. Okay, hier, da haben andere eben auch schon über dich was geschrieben, das wirkt dann auch nochmal vertrauensaufbauend und eben auf der anderen Seite weiterführende Infos, wo du sagst, vielleicht das könnte jetzt sonst zu viel oder zu unübersichtlich werden. Ja, und eben wirklich diesen Fokus, den du hast, dass der halt rüberkommt, dass da deine Positionierung klar ist. Und ein weiterer Punkt, der mir aufgefallen ist, dass du im Gespräch eben immer erzählst, dass es für dich ja auch, du hast eigentlich für dich dein Ziel erreicht. Und das ist ja auch was für die Wunschkunden ganz wichtig ist, immer zu wissen. Man orientiert sich gerne an Menschen, die schon mal in der Situation waren, in der man selber in diesem Moment ist und die das geschafft haben, dahin zu kommen. Und genau, das könnte ich vielleicht auch noch ein bisschen umstellen, weil du schreibst zwar, dass du jetzt den Winter in Indien verbringst und so, aber dass du das noch ein bisschen mehr herausarbeitest, dass das ja eigentlich dein Ziel war und was dir daran so wichtig ist. Ich glaube, es hat auch was mit Ernährung zu tun, oder? Du schreibst noch so, dass Ernährung dir wichtig ist und was du in Indien alles findest und überhaupt, dass das dass dein Ziel ist und wie du da hingekommen bist. Das stärkt auch nochmal, finde ich, so die Bindung zum Leser und zeigt eben auch, dass du das Ganze schon erreicht hast. Das zeigt deine Expertise und deine Erfahrung auch nochmal, finde ich. Ja, ja. Was ich mir auch überlegt habe, ob ich vielleicht ein kleines Video mit einer Vorstellung von mir einbinde, da wollte ich auch nochmal hören, ob das Sinn macht und wie lang das dann auch ungefähr sein soll. Also ich bin immer kein Fan von so langen Videos. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, Jalila, ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen. Videos machen eigentlich immer Sinn. Genau, nee, finde ich eine super Idee, vor allem, weil du ja auch schon, sag ich mal, ein bisschen online erfahren bist. Du hast ja bestimmt schon ein bisschen mit dem Kontext gearbeitet und hast vielleicht schon ein bisschen die Ausstattung. Ja. Und genau, ich sage immer grundsätzlich, darf ein Video jetzt kein Hinderungsgrund sein. Also wenn es für jemand jetzt eine große Hürde darstellt, weil er eben keine Ausrüstung hat oder da total aufgeregt ist oder sonst irgendwas, sage ich immer, weglassen und wirklich sich das so einfach wie möglich zu machen am Anfang. Man kann später immer wieder noch was dazufügen. Ja. Aber wenn du jetzt sagst, oh ja, ich würde das eigentlich gerne machen, passt es? Auf jeden Fall. Also das ist ja doch so, dass man durch Videos sich selber nochmal ganz anders präsentieren kann mit Stimme, Gestik, Mimik. Und das ist natürlich für die Zuschauer in diesem Fall super, so von dir zu hören auch.
Absolut. Also das kann ich nur zustimmen. Und Videos sind das Medium, wo man am meisten und effektivsten dieses Kennen, Mögen und Vertrauen-Effekt aufbauen kann, den wir suchen. Eigentlich in unserem gesamten Business im Marketing, dass die Leute einfach eine Chance haben, besser zu verstehen, wer wir sind, wie wir ticken, wie wir arbeiten. Ja, einfach Menschen wollen mit Menschen zusammenarbeiten. Und wenn ich alles, was ich gehört habe, zusammenfassen darf, ich habe gehört, der Hauptbestand von dem Inhalt, das sollte sein, deine compelling story. Was hat dich überhaupt dazu gebracht, diesen Beruf auszuüben? Was hat dich dazu bewegt? Warum ist es dir wichtig? Ja, also diese Leidenschaft, die dahinter steckt, in diesem Weg als Anwältin und was du gesehen hast. Das Zweite, was ich gehört habe, ist, diesen Nutzen klarzustellen, die durch deine Stärken entstehen. Du hilfst deinen Kunden, wirklich ein Ziel zu identifizieren und dran zu bleiben. Und das ist deine besondere Fähigkeit als Coach, sie zu begleiten, dass sie dranbleiben, egal welche Schwierigkeiten von außen kommen. Und das Dritte ist einfach, weiterführende Informationen zur Verfügung zu stellen, die deine Credibility, Glaubwürdigkeit heißt das auf Deutsch, gell? Stärken. Ich könnte mir gut vorstellen, auf der Seitenleiste mit verschiedenen Ausbildungen oder Dinge, die wichtig sind. Wie das sagt, nur diejenigen, die wichtig sind für das, wo du heute positioniert bist, Brigitte, weil 40 Jahre hast du bestimmt etlich an Erfahrungen, Ausbildungen und so weiter gesammelt. Lieben lernen. Ja, genau. Und wenn du das auch noch um ein Video anreicherst, dann bist du auf den absolut besten Weg, um dich persönlich und authentisch zu zeigen. Habe ich irgendwas vergessen noch in der Zusammenfassung, Jutta? Also nee, das, was wir bisher besprochen haben, hast du wunderbar zusammengefasst. Um der Vollständigkeit halber muss man jetzt natürlich sagen, dass das jetzt nur ein ganz kleiner Ausschnitt war. Also man könnte da natürlich noch viel tiefer einsteigen, weil also wenn es letztendlich ums Kundengewinnen über die Website geht, dann kommt jetzt eigentlich noch ein ganz entscheidender Schritt, eben indem man dann sich überlegt, was ist eigentlich das Ziel für die Über-mich-Seite für mich? Wie können die das jetzt lesen, die das Video schauen und dann denken, wow, die Frau interessiert mich, da könnte ich vorstellen, mit ihr zu arbeiten. Wie kann ich mit der in Kontakt kommen? Oder ja, was, von deiner Seite aus gesehen, was könntest du jetzt den Lesern geben, damit die mit dir in Kontakt kommen können? Also das ist so, dass eben dieser wichtige Schritt zum Beziehungsaufbau halt stattfinden kann. Und da gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten. Das hängt aber eben davon ab, erstens mal, was dein Ziel ist, was dir lieber ist, und auch wie dein Marketing eben aufgebaut ist. Mhm. Ja, also wenn du jetzt im Online-Marketing arbeitest, ich habe gesehen, du hast ja auch ein Newsletter und da haben viele ja dann einen Kundenmagneten-Freebie, wo sie dann sagen, wenn du dich für dieses Thema interessierst, dann kannst du hier noch mehr von mir erfahren. Ich gebe dir meine 3 besten Tipps, wie du schon mal in Veränderungsprozessen irgendwas machen kannst. So, dass du da gezielt überlegst, eben, was wäre denn für meine Leser, für meine Interessenten wichtig? Oder wie kann ich eben aus diesen Website-Besuchern jetzt wirklich Interessenten machen? Das wäre dann halt so der nächste wichtige Schritt, den man dann angehen müsste. Also ich biete auch kostenlose 30-Minuten-Gespräche an. Meinst du, ich sollte das auf der Über-mich-Seite einbinden? Ja, auf jeden Fall. Wenn du sagst, mein Ziel ist es, dass die sich so angesprochen fühlen, dass sie dann einfach zu mir ins Gespräch kommen, dann auf jeden Fall. Und wenn du sagst, nee, mir ist es eigentlich wichtiger, dass die zuerst mal in mein Newsletter kommen und erst mal noch ein bisschen mehr von mir erfahren und dann lade ich sie noch mal gezielt zu einem Kennenlerngespräch ein, dann solltest du die Newsletter-Anmeldung prominent präsentieren auf der Über-mich-Seite. Es kommt also wirklich drauf an, wie dein Marketing aufgebaut ist und was du von denen möchtest. Ich sage immer ganz konkret den Website-Besuchern eben sagen, was man wirklich von ihnen will, weil die möchten nicht denken, sondern ist auch, oder wenn wir jetzt, manche haben noch kein Newsletter zum Beispiel, die möchten dann, sagen dann nur, ja, schreiben Sie mir gerne eine Nachricht. Ne? Also immer konkreter werden, sondern also entweder ein Kontaktformular einbauen oder dann wirklich schreiben,
schreiben Sie meine Nachricht an und dann die E-Mail-Adresse oder rufen Sie mich an unter der Telefonnummer und dann gleich die Telefonnummer mit dazu schreiben. Also eben immer so einfach wie möglich machen. Und wenn du sagst, die sollen in mein Kennenlerngespräch kommen, dann genau, gib denen direkt die Möglichkeit, sich entweder per E-Mail-Adresse anzumelden oder dein Online-Buchungsformular einzubinden, je nachdem, welchen Weg du da gehst. Ja. Auf jeden Fall, genau. Kennen BookMe die Möglichkeit. Und das ist mir eigentlich mir am liebsten, weil ich Menschen ja gut, ich sag, mich da einfühlen kann im Gespräch. Mhm. Und ich glaube auch, dass viele davor zurückschrecken, jetzt so lange Nachrichten zu schicken, was sie wollen oder nicht. Also ich mache das auch sehr gerne, wenn mich jemand interessiert, dass ich dann direkt gleich einen Gesprächstermin buche. Ja. Und dann, also das ist für mich die am wenigsten aufwendige Sache. Und wenn ich jetzt über ein Coaching nachdenke und mit meinem potenziellen Coach in Verbindung treten möchte, möchte ich nicht unbedingt auf den nächsten Newsletter deswegen warten. Ja. Das ist sehr wichtig, Brigitte. Und ich denke, dann ist das Video, was du vorhast, umso wichtiger, weil ein Kennenlerngespräch zu vereinbaren, auch selbst wenn es klar ausgezeichnet ist als kostenfrei und unverbindlich, ist doch für viele eine Hürde, weil sie uns doch nicht ganz so gut kennen. Und wenn du dann mit dem Video kommst, deine Wärme zeigst und quasi ein bisschen mehr Verbindung aufbaust, dann wirst du auch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sie da draufklicken. Und was Jutta sagte, kann ich nur wirklich unterstreichen, und das gilt für alles in deinem Marketing. Ich glaube, was in letzter Zeit passiert ist, dass wir auf dem Markt, gerade im Online-Marketing, suggeriert bekommen, dass es einen einzigen Weg für alle gibt. Diese 6 Schritte folgen. Ich habe ja auch ein 6-Schritt zu proprietäres System. So ist es. Jutta hat auch Schritte in ihrem System. Ich will gar nichts gegen solche Systeme sagen, aber dass man sich immer bewusst ist, dass jeder unterschiedlich ist, dass jeder sein Marketing anders aufgesetzt ist, dass jeder einen anderen Marketing-Typ darstellt und welche Wege sie möchten, dass der Kunde gehen. Dass, genau wie Jutta sagst, dass jeder sich überlegt bei seiner Über-mich-Seite oder bei anderen Seiten, was möchte ich, dass meine Kunden denken, wenn sie diese Seite verlassen? Wo sollten sie in ihrer Meinung gestärkt werden oder wovon sie so mitgenommen werden? Und wie ich denke oder was Jutta will auf ihrer Über-mich-Seite, kann für dich, Brigitte, völlig anders sein. Und ich finde es ein super wertvoller Hinweis, Jutta, dass man wirklich individuell selber hinsetzt und überlegt, was möchte ich denn eigentlich? Was ist mein Ziel? Eben, es bringt ja nichts, nur weil viele sagen, ja, du musst jetzt da ein Freebie einbinden, das ist ganz toll. Ja. Wenn du dann aber fast nie Newsletter schickst oder sagst, irgendwie habe ich da sowieso, mache ich das nicht gerne, ich mache viel lieber was anderes. Na, dann bringt es ja nichts so. Ja, absolut. Also, Brigitte, fühlst du dich klarer über deine Über-mich-Seite? Total. Also, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden. Also, ich habe ganz viele wertvolle Impulse bekommen, die ich so auch umsetzen werde und dann eben auch ein kleines Video drehen und darunter dann die Möglichkeit, das kostenlose Gespräch zu buchen und dann eben auch so ein bisschen mehr von mir zu zeigen, wie ich da hingekommen bin. Und hoffe, dass es dann nicht so lang wird. Wie gesagt, wer dann das ganz genau wissen will, kann mein Buch kaufen, wenn das im Herbst erscheint. Sehr gut. Und für diejenigen, die das verfolgen wollen, Brigitte, was du dort machst, also wie das heute aussieht und was du veränderst, was ist deine Website-URL? Wo kann man dich online finden? Unter einfach brigitteneulting.de. Sehr gut, das werde ich auf jeden Fall gespannt anschauen. Wann hast du vor, dass wir überarbeiten? wir wissen, wann wir wieder drauf schauen können. Kein Druck, ich mache nur Spaß. Das ist ganz oben auf meiner Liste, aber so eine Woche werde ich schon noch brauchen. Bis dann. Ach, das ist ja mega schnell, oder Jutta? Ja. Und Jutta, also wir wollen natürlich auch, dass alle, die heute zugeschaut haben oder zugehört haben, auch wissen, wo du zu finden bist online. Denn unabhängig davon, ob man ein Coaching bei mir bucht und in den Genuss deiner Dienstleistungen kommt, kann man dich auch getrennt buchen. Wo findet man dich online? Mich findet man auf jutta-bayer.de. Oder auf contentkiste.de, das ist ein Blog von mir, der eher ein bisschen so praktische Tipps zeigt. Und ja, wer sich jetzt wirklich mit dem Thema Über-mich-Seite, wer sich jetzt inspiriert fühlt
und aber ein bisschen Unterstützung möchte, der kann sich gerne mal einen Online-Kurs zu dem Thema anschauen. Ich habe da einen Online-Kurs, der nennt sich So überzeugst du mit der Über-mich-Seite deiner Website. Schön. Und genau, da ist Hinweis auf meiner Website, den findet man dann schon. Sehr schön, sehr schön. Und vielleicht gibst du mir im Nachhinein noch die URL dazu, dann könnten wir das auch noch unterhalb des Videos zusätzlich posten. Ja, gerne. Das wäre ganz toll, dann findet man das ganz schnell. Ich bedanke mich total herzlich bei euch beiden. Es war ein super spannendes Gespräch und außerdem, dass ihr 30 Minuten auf mich gewartet habt im Vorgespräch. Ich kam zum falschen Zeitpunkt rein, aber das hat euch hoffentlich die gute Gelegenheit gegeben, euch besser kennenzulernen. Und ich finde, das Ergebnis kann sich eben sehen lassen, dass das was gebracht hat. Aber danke für euer Geduld dafür. Und wir sehen uns alle wieder bald online. Ich freue mich auf euch. Bis dahin und tschüss zusammen. Tschüss. Ciao, ciao.